Dann haben wir aus den Schatten zurückgekehrt. Er war bei Yu-Gi-Oh! Nicht mehr so aktiv, aber jetzt Pokémon. Vielleicht kriegen wir da echt mal jetzt ein bisschen aktiver. Ja. In Yu-Gi-Oh! Hat er uns enttäuscht, aber in Pokémon, in Pokémon kann er das vielleicht wieder gut machen. Ja, Mann. Wer bist du eigentlich? Man kennt dich gar nicht. Die Endspieler bin ich, Kuchiro Yuga. Ja, Rudi, so Leute, ich bin 5-1 gegangen mit dem Deck. Ob ich Kali kriege, ist noch fraglich, das Deck ist kommen noch. Aber insgesamt ist das Deck heute sehr stabil. Und ja, jetzt mache ich schon mal das neue Deck. Oh, Dippy, ich hab's echt gemacht. Ich brauch halt einen neuen Zettel danach. So Leute, ich möchte kurz mitteilen, es ist jetzt rausgekommen, ich habe die Quali bekommen. Ich weiß nicht, was drin ist, aber Kaiba ist drauf, ich muss es nehmen. Oh mein Gott, der mystische Djinn der Lampe. Ihr kennt mein Rätsel, Leute. Grüß euch Leute, wir wollen unseren Sponsor Ultimate Club danken. Für diese Deckbox, wir wollen jetzt mal schauen, was die... Okay, es kann echt schnell, aber Leute, jetzt so schnell. Ich nehm Kaiba. Auf 1 sind viele Karten gegangen. Destroyer war klar. Beatrice war klar. Nee, das war überhaupt nicht klar. Beatrice hätte ich schon gedacht. Wieso nicht Dante? Gut. Gut, wäre logischer gewesen. Aber ich find's auch... Negiert Chaosjägerin nicht den Effekt von Lore und macht das Deck dann absolut sinnlos? Ja, stimmt. Chaosjägerin ist keine gute Karte für ihn. Ein Effektmonster, you control, send it to the graveyard. And if you do special summon, one blue ice monster from your hand. You can only use the effect of Protect of Blue Eyes once per turn. Also, und dass das Deck halt so an sich nicht mehr möglich ist. Monarchen ist immer noch spielbar, immer noch sehr stark. Und dass sie halt die Option hatten, dann noch auf das Deck umzuborden, war halt meiner Meinung nach schon zu heftig. Und meiner Meinung nach ist es ein Preis, der sinken wird. Mit dem Protokollieren funktioniert nicht so. Check mal dein Datum. Ja, er hatte 15.04.16. Er hatte zuerst 15.04.16. 15.04.16. Ja. Du lügst nie. Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ja, gell. Ich hab's entdeckt, den Fehler. Dimi, bist du selbst mit deiner Leistung im Team zufrieden? Ja, ehrlich gesagt nicht, nein. Ich kann schon mehr machen. Danke für deine Meinung, aber... In die Richtung wollte ich eigentlich nicht gehen. Gut, das ist es halt, wenn schon alles aktiv auf dem Feld ist und im Late Game ist halt eine Frage, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so toll. Aber ich meine halt, es ist eine Karte, die gegen Bird. Oh mein Gott, Mann! Es verliert am Reiz, ja? Das hat leider heute nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Nee, passt schon. Ein Grund für mich aufzuhören wäre eventuell auch, wenn auch die Jungs aufhören, weil ganz ehrlich, es ist überwiegend so, dass man eigentlich wegen den Freunden herkommt.